Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Play zu GTA 5. Nach wie vor auf dem Weg zu Leicester. Wir treffen ihn mal wieder in der Textilfabrik dort, wo wir damals unseren ersten großen Überfall auf den Jubiläum auch geplant hatten. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich jetzt hier ergibt und was es dort Schönes Neues zu vermelden gibt. Den alten Drecksack, will ich ihn mal nennen, haben wir es ja auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen und ja. Ist natürlich direkt für mich irgendwo ein Parkplatz bestimmt freigehalten, oder? Ja, wusste ich doch. Sehr schön. Ich bin ein bisschen verwundert. Michael hat sich gerade irgendwie auf die Fresse gelegt. Was ich immer noch nicht ausprobiert hatte, ist, ob man auch in die ganzen Gebäude reinkommt, wenn man nicht gerade mal eine Mission macht. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, 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 that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. So, dann werden wir uns jetzt mal hier mit Lester zusammen dorthin begeben. Und ja, das FIB-Gebäude waren wir ja schon mal. Also ich weiß nicht, was wir alles noch für diesen Penner machen sollen. Wirklich unglaublich. Aber naja. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. Wir machen jetzt die Kacke hier nochmal für den Drecksack. Und ja, ich hoffe, dass es damit nicht gegessen ist, die Sache. Weil das ist ein sehr unseriöser Typ. Unfreundlicher zugleich. Und ja. Wie gesagt, wir sind hier keine Laufburschen für irgendjemanden. Wir ziehen so eigenes Ding durch, wo unsere Family back haben. Und ansonsten nix. Nickes. Vielleicht ein bisschen Money noch, aber ich meine, das haben wir ja auch schon eigentlich. Harvey Molina, License Plate 83QSL722. We'll follow him, see what we think. So, muss ich bestimmt da rein. Let's wait for him. Ja, dann warten wir jetzt mal. Da, ist er bestimmt. This is not the car we're looking for. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Ja, seht ihr, das ist wirklich sehr korrupt, die ganze Sache. Das wird ja bestimmt auch nicht sein. Nope. So what do we do? Well, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need.
Na, wo bleibt denn der Nächste? Oh, da ist er doch schon. Something's coming. Another guy. Auch nicht. To get motivated on a job without financial incentive. Wie recht er hat. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Also hieraus könnte man locker einen Film drehen. Das ist echt filmreif, auf jeden Fall. Da kommt der Nächste und ich denke mal, dass das er jetzt sein wird. What's this? That's not it. Auch nicht. Oh, Leute. Das ist echt mal verwunderlich. Normalerweise ist es immer so, so logischerweise der dritte oder höchstens der vierte. Jetzt ist es auch nicht der vierte gewesen. Seltsam, seltsam. Ich denke mal, jetzt wird das aber sein, der sechste. Der fünfte. Ich glaube, die lassen uns doch nicht noch länger warten, oder? That's the one. You know the drill. Couple of car lengths. Unauffällig folgen. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Huh, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Take the next right. Ich seh's. Und ein bisschen Abstand halten, wie immer. Beziehungsweise nicht wie immer, aber kennt man auch aus GTA 4. Und da gab's auch ähnliche Missionen. Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters? Herr komplett grün. You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles. Oh, ich fäng auch meine Nase an zu kribbeln, Leute. Behind that one, in between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Ja, so sieht's aus. Ich finde, das ist auffälliger, als wenn man ganz hinter dem stehen würde, aber das Spiel verlangt es immer so. Naja, kann ich auch nichts gegen tun. Ich bin sogar noch überholt. Fängt an zu blästern. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation. And maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Na? Der wohnt bestimmt in den Hollywood Hills. Oder wie es hier heißt, Vinewood Hills. Aber ganz sicher, Leute. Bursche, bereite ich schon mal was vor. Auf eine schöne Abreibung. Das sind echt keine Missionen für ungeduldige Menschen. So. Grüne Ampel. Bitte. No. Komm, lass ich den hier. Okay. Like a sane person for once, please. Fine. Bei GTA 4 würden die jetzt wieder anfangen zu drängeln. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann überhol. Sehr schön, geht doch. Oh, haben wir hier rote Welle oder was? Es fährt ja hier eine Scheiße zurecht. He's pulling up. Park down the block. So, habe ich gemacht. Time to make Harvey an offer. Feel him out. Okay, eine schallgedämpfte Pistole ist gut. Ach. Ich hoffe, er wurde verschreckt.
Ist klar. He's pulling over. Stop down the road a ways. Mach ich. Soll ich dafür wieder ein heiles Auto? So. Go in and have a word. Harvey Molina. Meint ihr, ich kann jetzt noch da normal hinlaufen? Das folge ich immer unauffällig. Okay. Gut, dann gehe ich auch in seine Wohnung. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey, I probably don't need to say this, but you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Ja, ging mal einfacher, als ich dachte. Gut. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt irgendwie noch auf eine Verfolgungsjagd so stoßen. So, nichts wie weg hier. Scheiß Gegend. Successful? Oh yeah. Take me back to the factory. Alles klar, lässt sich doch nichts lieber als das. Hier können wir die schönen Nasseffekte angucken. That was easy. Guess ja, richtig. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Okay, Frank wird also auch dabei sein, das ist schon mal sehr schön. Ich denke mal, die nächste Mission wird entweder immer Trevor Franklin oder Franklin Michael sein, weil ich meine, Trevor und Michael sind ja nicht gerade gut zueinander zu sprechen. So, sind wir schon da, schneller als gedacht. Und da steht Franklins Auto schon. Nee, komm, lass mich mal vorgehen. Du bist mir zu langsam. So, ab ins Office. Und da sitzt auch schon Frankie Boy. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor. It's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good, good, good. So, ich denke mal, das war's jetzt auch soweit. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, Franklin wird sich um die Sachen da kümmern. Ich kümmere mich um nichts. Wir sehen uns, wie gehabt, in der nächsten Folge wieder. Und ja, wir begeben uns dann natürlich zu Michael. Ich meine, es ist im Moment die einzige Mission, die uns zur Verfügung steht. Und ja, ich bin raus. Ciao, euer Palmas.